Herzlich willkommen zu einer weiteren Session unserer Vorlesung Grundlagen der BWL. Wir waren letztes Mal stehen geblieben und hatten auch schon darüber gesprochen, über verschiedene Bereiche. Da hatten wir leider technische Probleme, sodass der Ton nicht aufgezeichnet werden kann. Deswegen werden wir die wichtigsten Folien hier nochmal schnell rekapitulieren. Bezugsgruppenmanagement. Darüber hatten wir gesprochen. Wichtig hier ist zu verstehen, und das sollte jeder kennen, das wird auch immer wichtiger im internationalen Management, im internationalen Bereich, den Unterschied zwischen einer sogenannten Stakeholder-Value-Orientierung und einer Shareholder-Value-Orientierung. Das wollen wir nochmal kurz aufschreiben und festhalten. Also, wir haben auf der einen Seite haben wir das sogenannte Stakeholder-Value-Management. Stakeholder-Value-Orientierung. Management und wir haben das Shareholder Value Management. Shareholder Value Management. Und das Stakeholder Value Management versucht im Gegensatz zum Shareholder Value Management nicht nur eine einzelne Interessengruppe, nämlich die Shareholder, in den Fokus der unternehmerischen Entscheidung und Überlegung zu stellen, sondern versucht auf alle Stakeholder gleichermaßen einzugehen. Wir hatten ja schon im Rahmen des Dreiecks der Leistungserstellung gesagt, wenn ich nur auf eine Dimension fokussiere, also beispielsweise auf den Shareholder, auf das ökonomische Prinzip, Profitabilität, Wachstum, Rentabilität, dann greife ich auch da zu kurz, weil die Mitarbeiter werden im gleichen Zug demotiviert, auch wenn ich zum Beispiel Mitarbeiter freisetze, Offshoring, Outsourcing betreibe und das nicht adäquat kommuniziere und entsprechend manage, dann kann es eben dazu führen, dass im zweiten Step die Mitarbeitermotivation sinkt und demzufolge die Produktivität und damit auch die Profitabilität. So, also was ich eigentlich optimieren will, sinkt langfristig gesehen. Und deswegen brauchen wir einen Wandel in der Unternehmensführung. Wieder hin zurück zu dem vorherrschenden Ansatz, wie er bei uns vorherrschend war in Europa, insbesondere im deutschsprachigen Wirtschaftsraum. Wir hatten jetzt hier sieht man das jetzt nochmal, wir haben in der Vergangenheit haben wir immer einen Fokus gehabt auf den amerikanischen Prinzip. Der Wandel der Unternehmensführung. Die wichtigste Bezugsgruppe sind die Aktionäre, Kapitalgeber. Also das ist dieser Shareholder Value Ansatz oder Shareholder Value Kapitalismus, um das auch mal negativ zu sagen. Das, wenn ich jetzt, wie gesagt, nur auf die Aktionäre abstelle und auf den Aktienkurs. Warum machen Unternehmen das? Wir hatten das schon beantwortet. Ich rekapituliere das nun mal. Unternehmen machen das, weil die meisten Unternehmen oder viele internationale Konzerne, wie beispielsweise Adidas, die ja gerade Finanzhilfe beantragt haben und genehmigt bekommen haben, weil die ihre Führungskräfte zum einen auch bezahlen, variabel, das Gehalt wird an den Aktienkurs, an den Erfolg, an den Unternehmenserfolg gekoppelt und der Erfolg wird, ne, korreliert natürlich irgendwo auch mit dem Aktienkurs. Und der Vorstand, haben wir gehört, gerade heute Morgen stand es in der Zeitung, verzichtet auf Bonuszahlung hier und auf diese variable Komponente. Und das sind zwei Drittel, jetzt kann man sehen, das sind zwei Drittel der Vergütung macht das aus. Also eine ganze Menge. Und wenn natürlich die Vergütung der Vorstände bzw. der Führungskräfte in einem Unternehmen an den Aktienkurs gekoppelt ist, hat natürlich ein Unternehmen oder das Management des Unternehmens ein sehr, sehr starkes Eigeninteresse daran, den Aktienkurs nach oben zu treiben bzw. oben zu halten bzw. Strategien und Taktiken daraufhin auszurichten, dass der Wert für den Aktionär maximiert wird. Deswegen ist das oberste Ziel hier unter dieser Perspektive, unter dem Shareholder Value Management, die Erhöhung des Unternehmenswertes. Das liegt auch daran, und das ist das Problem, dass die Kapitalmarktorientierung die Unternehmen zwingt, zumindest die Kapitalkosten zu erwirtschaften und sich auf Kernbereiche zu konzentrieren. Das heißt, wenn ein Unternehmen natürlich am Aktienmarkt gelistet ist, was eben die meisten international tätigen globalen Player sind, dann bin ich natürlich den Regeln des Kapitalmarktes irgendwo unterworfen. Wenn ich jetzt mein beispielsweise einen schlechten Job mache, ja, wenn im Prinzip ich zu wenig auf Profitabilität achte und der Unternehmenswert sinkt, bin ich natürlich anfälliger, hatten wir gesagt, für feindliche Übernahmen. Und ein ganz wesentlicher Punkt einfach, ich muss mehr dafür bezahlen, um liquide Mittel zu beschaffen, um Gelder zu beschaffen, um Fremdkapital zu beschaffen und habe weniger Geld für Forschung und Entwicklung zum Beispiel zur Verfügung. Und deswegen
habe ich ganz, ganz häufig diese Shareholder-Value-Orientierung und diese Ausrichtung, diesen Fokus. Aber das greift zu kurz. Wir haben ja gesagt, der Stakeholder-Value-Ansatz und Stakeholder sind immer Interessengruppen des Unternehmens. Das sind immer Interessengruppen. Das war der bisher im deutschsprachigen Raum vorherrschende Ansatz, auch in Europa. Das geht natürlich auch damit einher, dass wir, wenn Sie beispielsweise mal so einzelne Statistiken ansehen, es gibt zum Beispiel einen OECD-Index zum Kündigungsschutz. Und in den Ländern, die einen relativ hohen OECD-Index zum Kündigungsschutz haben, wie zum Beispiel Frankreich oder auch Deutschland im Vergleich zu den Vereinigten Staaten von Amerika, im Vergleich zu Großbritannien, diese Länder haben tendenziell in den Unternehmen, in den Organisationen einen, ja, einen integrierteren Ansatz, mehr einen Stakeholder-Value-Management-Ansatz. Und da müssen wir so ein bisschen wieder meiner Ansicht nach hinkommen. Das heißt, insbesondere im Hinblick auf Ihre Generation und die nachkommenden Generationen, wird es ja immer wichtiger, nicht nur einfach Produkte zu verkaufen oder Profite irgendwo zu machen, sondern viel, viel nachhaltiger zu operieren und zu agieren und integrativer zu operieren und zu agieren. Auch in Bezug auf die Umwelt, klar, ja. Denken Sie an Fridays for Future und denken Sie an den Einfluss, auch das hatten wir diskutiert, von Greta Thunberg beispielsweise und Fridays for Future Bewegung auf Siemens. Als es darum ging, hier in Australien das Kohlewerk da auszustatten. Jetzt ist es so, dass Stakeholder Value Management meint, dass ich versuche, als Unternehmen bei meinen Aktivitäten, bei meinen Strategien, alle Stakeholder nicht zu befriedigen. Das kann ich nicht machen. Das ist klar, weil die haben ja teilweise konträre Interessen. Aber ich versuche, alle mit in entsprechende Strategien, Entscheidungen einzubinden, auch kommunikationspolitisch. Zum Beispiel auch intern gesehen, es gibt ja interne Stakeholder und externe Stakeholder. Interne Stakeholder sind zum Beispiel die Mitarbeiter und das Management. Aber auch eine Gruppe, die hier nicht draufsteht, ist zum Beispiel auch der Betriebsrat. Ja, als natürlich setzt sich aus Mitarbeitern natürlich zusammen, aber das ist ein wichtiger interner Stakeholder, der natürlich auch bei Strategien, unternehmenspolitischen Entscheidungen, wie zum Beispiel Offshoring oder Outsourcing Berücksichtigung finden muss. Dann haben wir sonstige Interessengruppen. Da hatten wir gesagt, das sind ja, Lobbygruppen zum Beispiel, die wie ADAC. Ich hatte ja die Story erzählt von Shell und V-Power und dem ADAC. Das ist der ADAC, das ist Human Rights Watch, das ist Greenpeace, das ist ATTAC. Oder Ärzte ohne Grenzen beispielsweise. All das sind entsprechende Interessengruppen, die hier eine Rolle spielen. Dann haben wir den Staat oder die Politik. Und wir können ja sehen, natürlich hat die Politik einen massiven Einfluss auf die Unternehmen und auf das Management von den Unternehmen. Das sehen wir gerade durch die Gesetzgebung und das sehen wir gerade in Krisenzeiten, in denen wir uns momentan befinden. Dann Eigenkapitalgeber, ist klar. Kunden, das ist vielleicht die offensichtlichste Stakeholder-Gruppe, Interessengruppe, aber auch Konkurrenten sind natürlich auch Stakeholder des Unternehmens, Lieferanten. Hier sehen wir die enge Verzahnung der Wirtschaft in einer globalisierten Welt. Wir hatten ja über Globalisierung und die Auswirkungen schon gesprochen. Da werden wir auch nachher nochmal ein Quiz zu machen. Aber wir sehen ja, dass verschiedene Lieferketten auch unterbrochen worden sind, dass also durchaus einige Zulieferer Probleme hatten, Automobilkonzerne sowieso die Produktion irgendwo anhalten mussten, aber auch weil sie entsprechend von Zulieferern abhängig sind und demzufolge hier ein Stock oder ein Stoppen der Prozesse zustande gekommen ist. Fremdkapitalgeber, was hier auch noch fehlt, ist erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, aber Medien ist natürlich auch eine ganz, ganz wichtige Stakeholder-Gruppe. Und Sie sehen, natürlich haben die Medien auch einen Einfluss darauf, wie beispielsweise Kunden das Unternehmen wahrnehmen. Wenn jetzt ein Unternehmen schlecht in den Medien rüberkommt, ja, also wenn es schlechte Meldungen über das Unternehmen irgendwo gibt, wie zum Beispiel im Rahmen der Dieselkrise, die deutsche Automobilindustrie oder auch andere Automobilunternehmen getroffen worden waren, dann hat das natürlich einen Einfluss darauf,
Also die Medien haben durchaus einen Einfluss auf den Kunden und die haben natürlich einen Einfluss auf das Unternehmen. Und damit haben auch die Medien natürlich einen Einfluss auf das Unternehmen und auf die Profitabilität des Unternehmens. Deswegen greift es, nochmals gesagt, viel zu kurz, wenn wir nur diesen Shareholder-Value-Kapitalismus, diesen Shareholder-Value-Prinzip haben. Wir brauchen einen viel, viel nachhaltigeren Ansatz, den wir auch lange Zeit bei uns hatten. Aber mit der Globalisierung und Internationalisierung sind auch viele deutsche Unternehmen, allen voran damals Daimler, unter Schrempf zum Beispiel, auch massiv in diese Shareholder-Value-Orientierung gegangen. Das ist immer so eine berühmte Klausurfrage oder eine qualitative Klausurfrage. Was sind Ansprüche und Beiträge von Stakeholdern gegenüber dem Unternehmen? Anspruchsgruppen, erstmal muss ich wissen, was sind Stakeholder letztendlich? Na, da kann man verschiedene aufzählen. Und also Eigenkapitalgeber zum Beispiel, was für einen Anspruch haben die oder was wollen die, was suchen die? Die wollen natürlich ihr eingesetztes Kapital vermehren, klar. Und was tragen sie dazu bei? Naja, eben Kapital, was sie in die Gesellschaft irgendwie einbringen. Also das kann man sich, so eine Tabelle muss ja keiner für eine Klausur irgendwie auswendig lernen, aber man kann sowas ja relativ, man muss es gar nicht lernen, man kann es ja relativ klar mit gesundem Menschenverstand herleiten. Arbeitnehmer zum Beispiel wollen eine leistungsgerechte Entlohnung, aber auch natürlich, gerade in der heutigen Zeit zum Beispiel, wir sagen, okay, Unternehmen werden, haben Hunderttausende von Mitarbeitern jetzt in Kurzarbeit geschickt. Was passiert danach eigentlich? Was passiert nach Corona, beziehungsweise wenn die Maßnahmen gelockert werden? Werden dann wieder alle Leute, die jetzt in Kurzarbeit sind, eine Beschäftigung im Unternehmen finden? Das wird wahrscheinlich nicht möglich sein. Das heißt, hier eine Frage Arbeitsplatzsicherheit, das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Anspruch, beziehungsweise eine Forderung dieser Stakeholdergruppe gegenüber dem Unternehmen. Und was tragen sie bei? Natürlich entsprechende Arbeit, Einsatz, Produktivität erhöhen sie. Management, Gehalt, klar, Macht auch, Einfluss, Prestige und dispositive Arbeit. Denken Sie an Gutenberg zurück, der dispositive Faktor, da ist nichts anderes damit gemeint als Management. Ja, Sie treffen die strategischen Entscheidungen für das Unternehmen, versuchen also die Arbeit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu koordinieren, um Unternehmensziele zu erreichen. Wir wollen jetzt hier nicht alle Stakeholder-Gruppen irgendwo durchgehen, aber das ist natürlich klar, dass wir unterschiedliche Stakeholder haben mit unterschiedlichen Interessen, unterschiedlichen Beiträgen. Und Stakeholder-Management nochmal meint einfach, dass ich versuche, all diese Interessengruppen im Rahmen meiner Kommunikationspolitik zu berücksichtigen. Gut, dann hatten wir gesprochen über konstitutive Entscheidungen. Und da haben wir uns beschäftigt mit der Entscheidungstheorie. Und das ist so eine Sache, die auch mal gerne in der Klausur irgendwie drankommen kann. Das ist letztendlich nicht Rocket Science, das kriegen wir schnell nochmal hier auf die Beine gestellt und schnell wiederholt. Wir haben gesagt, Entscheidung ist immer die Wahl zwischen mindestens zwei Handlungsalternativen, von denen eine die sogenannte Unterlassungsalternative sein kann. Also eine Alternative ist eine Unterlassungsalternative, wenn es eine andere Alternative gibt, die hinsichtlich aller Kriterien vorzuziehen ist. Und ich will natürlich immer die Entscheidung oder die Alternative heraussuchen, die für mich nutzenmaximal ist. Also wobei der Nutzen kann alles Mögliche sein, muss nicht immer in Geldeinheiten gemessen werden. Und so ist im Prinzip so eine Entscheidungsmatrix immer aufgebaut. Wir hatten gesagt, es gibt verschiedene Ziele, also beispielsweise, wenn Sie ein Unternehmen sind, das eine neue Produktionsanlage oder einen neuen Produktionsstandort errichten will, dann kann das beispielsweise ein Ziel sein, Subventionen zu erhalten vom Staat, wenn Sie da Arbeitsplätze schaffen beispielsweise. Das könnte ein Ziel sein. Deswegen ist hier Z1. Ein anderes Ziel kann sein, möglichst viele qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu bekommen. Und jetzt sieht man schon, okay, ein Ziel kann in verschiedene Umweltzustände unterteilt werden. Also hier U1 und U2 im Beispiel. Zum Beispiel kann ein Umweltzustand sein, ja, Subvention ist ein Ziel, aber ich weiß jetzt nicht genau, kriege ich jetzt Subventionen und wenn ja, wie hoch? Also ein Umweltzustand kann sein, keine Subventionen. Und das andere Ziel kann sein, ja, okay, ich kriege die 10%, die vielleicht maximal hier vom Investitionsvolumen in der und der Region in Aussicht gestellt werden. Z2, weiß ich nicht, ein anderes Ziel, haben wir gesagt, qualifizierte Arbeitskräfte. Und jetzt kann ich noch die Ziele unterschiedlich gewichten. 0,5, 0,3, 0,2, das addiert sich zu 1 auf. Das ist immer besser, so eine relative Gewichtung zu machen, die sich zu 1 aufaddiert, als eine absolute zu machen, wo ich sage, okay, auf einer Skala von 1 bis 5
dann tendiere ich immer dazu, ja, alles ist irgendwie fünf, alles ist irgendwie wichtig oder vier, fünf, sechs, keine Ahnung, was auch immer. Das ist irreführend, das ist schwierig, weil ich brauche im Prinzip immer eine Relation. Ich muss die Ziele unterschiedlich beurteilen, zueinander, in Relation zueinander. Das ist eigentlich eine ganz, ganz wichtige Geschichte für die Praxis. Und dann habe ich verschiedene Alternativen, A1, 2, 3, hier sind sie aufgeführt, und ich habe gewisse Ergebniszustände, ja, gewisse Ergebnisse, die ich dann habe. Und jetzt sehen wir uns das mal am Beispiel an, das hatten wir ja gemacht. Es gibt Entscheidungen hier unter Sicherheit, da weiß ich immer genau, was zutrifft, ja, was eintrifft, also in Bezug auf ein Ziel. Wenn ich zum Beispiel sage, und wir hatten das ja durchgerechnet, auch am Beispiel Arbeitgeberwahl. Nehmen wir mal an, Sie haben Ihr Studium mit Prädikat irgendwie abgeschlossen und haben, weiß nicht, 10 Angebote vorliegen auf dem Tisch von 10 Unternehmen. Und dann ist ein Kriterium zum Beispiel, um unter diesen 10 Unternehmen, 10 Angeboten auszuwählen, ist Einstiegsgehalt. Gut, dieses Ziel ist sicher in Bezug auf die Ausprägung, weil man weiß, ne, nach dem Gespräch oder wenn man sich ein bisschen schlau gemacht hat, weiß man in etwa, was man an Einstiegsgehalt bekommt. Das heißt, das ist eine Entscheidung unter Sicherheit. Jetzt gibt es ja natürlich auch weitere Kriterien, hatten wir gesagt, wie beispielsweise Aufstiegschancen, Standort, Unternehmensklima vielleicht, ne, also Betriebsklima. Jetzt gibt es also andere Ziele, die sind mit Risiko behaftet. Das heißt, ich kann vielleicht eine Wahrscheinlichkeit, W für Wahrscheinlichkeit, ich kann eine Wahrscheinlichkeit angeben, aber ich kann nicht sagen, okay, das trifft sich ja zu irgendwo. Beim Gehalt weiß ich, Einstiegsgehalt ist X. Ne, das ist kommuniziert, das steht auf der Website des Unternehmens drauf irgendwie, das weiß ich letztendlich. Ne? Auch im Telefonat oder was auch immer. Oder ich habe Leute, die da arbeiten, und da weiß ich in etwa, was ich da bekomme. Das ist eine Entscheidung der Sicherheit. Aber es gibt auch eben Ziele unter Risiko. Da kann ich also nur eine Wahrscheinlichkeit angeben. Dann gibt es aber auch Ziele, wie zum Beispiel Aufstiegschancen, da kann ich sagen, okay, ich habe da drei Umweltzustände und sagen, okay, innerhalb der ersten 2 Jahre kann ich den nächsten Step in der Karriereleiter machen. Ja, und kann aber nicht sagen, welche Wahrscheinlichkeit ist das? Ich kann die Wahrscheinlichkeit dafür schlecht angeben, weil ich kenne da vielleicht in dem und dem Unternehmen, kenne ich vielleicht keine Leute. Das kann mir natürlich auch keiner sagen. Das hängt ja davon ab, wann Leute irgendwo, also wie die Fluktuation ist im Unternehmen und viele andere Faktoren. Letztendlich, was ich sagen will, es gibt natürlich auch in der Praxis, gibt es immer eine Entscheidungsmatrix, die besteht aus Zielen, die sind sicher. Dann Ziele, die haben ein Risiko, wo ich nur die Wahrscheinlichkeiten angeben kann. Und Ziele, die sind unsicher. Und dafür haben wir uns Entscheidungsregeln angeguckt. Hier schauen wir mal Entscheidung unter Sicherheit. Also, Entscheidung unter Sicherheit im Rahmen der Standortwahl. Da haben wir gesagt, okay, Standort, ja, wir haben 3 Standorte zur Auswahl: München, Hannover, Hamburg. Und wir haben 2 Ziele. Fragen Sie mich nicht, warum ich da Z1 und Z3, wahrscheinlich habe ich da irgendwie eine Spalte ausgeblendet. Z1 Infrastruktur, Z3 sind Subventionen. Wir sagen, Infrastruktur ist wichtiger als Subventionen, wichten wir mit 0,8, Subventionen mit 0,2 und wir tragen in der Ergebnismatrix erstmal die Rohdaten ein. Gut, exzellent, sehr gut, groß, gering, mittel. Wir haben gesagt, damit können wir natürlich herzlich wenig anfangen. Deswegen müssen wir die Skala transformieren in eine Nutzenmatrix. Also wir müssen die Ergebnismatrix in eine Nutzenmatrix umwandeln, um die unterschiedlichen Ergebnisse, Ausprägungen vergleichbar miteinander zu machen. Das heißt, hier im Beispiel hat man eine Skala von 1 bis 30 genommen. Und hier sieht man, okay, exzellent, ja, das ist das Beste, was ich machen kann. Da habe ich einen 30er-Score und die anderen sind entsprechend proportional dazu. Also sehr gut, ist hier mit einer 18 bewertet und 12 ist gut. So. Und Ähnliches gilt hier für die Subventionen. Und wenn ich das gemacht habe, dann kann man letztendlich eine Entscheidungsmatrix ausrechnen, aus der ich dann nachher auch die Entscheidung ableiten kann. Indem ich einfach rechne hier, wir können das mit dem Laser machen, das kann man irgendwie besser. 0,8 mal 12 sind 9,6 und 0,2 mal 25 sind 5,0. Addiert macht es 14,6. Und so komme ich letztendlich zum Standort Hannover. Wir haben auch gesagt, natürlich kann es eine Entscheidung nicht ersetzen.
Es kann eine Entscheidung auch nicht zu einer objektiven Entscheidung machen, weil was ist immer subjektiv, ist natürlich die Auswahl der Kriterien und natürlich auch die Gewichtung der Kriterien oder auch beispielsweise, wenn es um Wahrscheinlichkeiten geht, die Schätzung der Eintrittswahrscheinlichkeiten. Das ist letztendlich, das bleibt natürlich schon subjektiven Überlegungen unterworfen oder Verzerrungen unterworfen. Aber nochmal zusammengefasst und subsumiert, sowas hat sich als ungemein praktisch erwiesen in der betrieblichen Alltagspraxis und aber auch in der privaten. Also wenn Sie oder wenn immer ich Entscheidungen komplexer Natur zu treffen hatte, die verschiedene Variablen, wo verschiedene Entscheidungskriterien irgendwie eingeflossen sind und ich verschiedene Optionen hatte, dann habe ich mir so eine Matrix gemalt. Dann habe ich immer gesagt, okay, komm jetzt, wie sieht das aus? Was ist für dich wie wichtig? Ne? Also auch nachher für Sie, wenn es um Beförderung geht oder in ein anderes Land zu gehen, zum Beispiel den Arbeitgeber zu wechseln. Ja? Sicher, Arbeitsplatzsicherheit, Aufstiegschancen, Gehalt, weiß ich nicht, Work-Life-Balance irgendwo. Und so hilft so ein Tool wie die Entscheidungstheorie, die hört sich so furchtbar dröge, furchtbar trocken, furchtbar langweilig an, doch bei ganz, ganz wichtigen Fragestellungen in der beruflichen, aber auch in der privaten Praxis. Deswegen bin ich so ein großer Fan davon. Die Mathematik ist da relativ einfach. Wenn man jetzt Entscheidungen unter Unsicherheit hat, also wo man hinsichtlich eines Ziels, wie wir hier sehen können, zwar sagen kann, okay, ich habe hier drei verschiedene Umweltzustände. Zum Beispiel ist es das, was man jetzt auch in der Corona-Krise macht, dass man verschiedene Ziele hat und man hat verschiedene Umweltzustände. Man kann aber noch nicht mal sagen, mit welcher Wahrscheinlichkeit welcher Zustand irgendwie eintrifft. Man kann aber nur sagen, ja, wenn das dann so kommt, dann bedeutet das für die Wirtschaft oder für die Krankenhäuser oder für die Arztpraxen das und das. Ja? Die und die Kosten oder die und die, weiß ich nicht, Bettenbelegung oder so. Man operiert auch mit diesen Entscheidungsmodellen im Rahmen der Szenarioplanung. Das machen auch Epidemiologen. Jetzt kann ich hier sagen, hier habe ich die drei Alternativen, A1, A2, A3. Ich kann aber natürlich dann sagen, ja, wie gesagt, welche Auswirkungen hat denn welches Umweltszenario in Bezug auf ein Ziel hier in Bezug auf eine Alternative? Und das kann ich jetzt eigentlich scoren. Und dann lautet eine Entscheidungsregel hier, ich kann jetzt nicht groß multiplizieren, ich kann jetzt nur verschiedene Regeln aufstellen. Da gibt es verschiedene Konzepte. Nicht eine ist besser als die andere, sondern die setzt immer unterschiedliche Entscheider voraus. Hier einen Risikoaversen, also einen Entscheider, der das Risiko irgendwo scheut. Und der macht es sich ganz einfach. Der guckt auf die Alternativen und sagt, was kann hier im Worst Case passieren? Im Worst Case habe ich hier drei. Ne? Also das ist hier bei U2 und U3 ist es so. Also 3 ist das Minimum. Was war Alternative 2? Worst Case, hier geht zwar auf 9 hoch, aber hier im schlimmsten Fall, wenn das eintritt, ich kann zwar nicht sagen, mit welcher Wahrscheinlichkeit das eintritt, aber im schlimmsten Fall, ne, habe ich hier nur 1. Ne, also 1 in Bezug auf Nutzen beispielsweise hier. Ne? Könnte es ja, Kosten wäre es ja natürlich andersrum, da wäre es besonders gut. Also ist das Minimum 1. Hier ist das Minimum 2. Also trage ich die 2 ab und dann sagt er, okay, gut, wenn ich jetzt nur ein Ziel habe, das Ziel ist unter Unsicherheitsfaktoren behaftet, eine Entscheidung unter Unsicherheit, und ich bin ein averser Entscheider, dann sage ich, okay, komm, das Glas Wasser ist da eher, oder what can go wrong, will go wrong, ja, dann sage ich, okay, dann entscheide ich mich nach dieser Regel, und die Regel heißt Maximin, also guck auf die Minima und maximiere die. Wo hast du das größte Minimum? Ne? Das ist bei Alternative 1. Also mache ich Alternative 1, weil selbst wenn der schlimmste Fall eintritt, fahre ich damit immer noch besser als bei Alternative 2 und 3. Die zweite Regel, die dem völlig konträr entgegensteht, lautet, mach es genau andersrum, diese Regel geht nämlich von einem optimistischen Entscheider aus. Und der hat im Prinzip genau die gleichen Ergebnisse, aber er kommt zu einer anderen Entscheidung, weil der nämlich nicht sagt, oh, wo sind die Minima, sondern er guckt, ey, was kann im besten Fall passieren? Ich bin ja mal Optimist. So, und der sagt, ja, ich gehe aber hier ganz klar Alternative 2, weil ich gehe hier vom optimistischen Zustand irgendwie aus und in Bezug auf dieses Umweltszenario fahre ich hier mit Alternative 2 am besten. Also entscheide ich mich jetzt nicht für Alternative 1, sondern für Alternative 2. Und wie es so kommt, wie es immer kommen muss,
muss, wenn sich zwei nicht streiten können, freut sich der Dritte oder kommt einer, ein anderer daher, genannt Hurwitz, ein Mathematiker und Wissenschaftler, der gesagt hat, okay, ich formuliere einen sogenannten Optimismusparameter, das hat er Lambda genannt, und Lambda misst im Prinzip, salopp gesprochen, wie voll das Glas Wasser ist. Also ist es halb voll oder halb leer. Und dieser Optimismusparameter Lambda kann den Wert 0 annehmen, dann ist man sehr, sehr risikoscheu, oder den Wert 1, dann ist man hoffnungsloser Optimist, wenn man so will. Und jetzt hat man hier wieder die gleichen Ergebnisse. Und jetzt sagt man aber, okay, das will ich jetzt hier aber irgendwie ausrechnen. Ich will hier so eine Art Mittel nehmen. Ich nehme jetzt also den höchsten Wert, die 5, und multipliziere die mit Lambda. Und also das Maximum multipliziere ich mit dem Lambda. Und das Minimum, also die 3, multipliziere ich mit der Differenz. Also wenn jetzt Lambda, hier in dem Fall ist es 0,7, also 0,7 heißt sehr optimistisch, ja, 70%, wenn man so will, optimistisch. Also 5 mal 0,7 plus 3 mal und die Differenz 1 minus 0,7, 30% bin ich Pessimist, 70% Optimist. Und 3 mal 0,3 addiert macht das 4,6. Und ich komme auch hier auf die Alternative A2. Gut, also so eine Aufgabe könnte letztendlich drankommen, aber wenn das drankommt, ist es relativ simpel. Die haben wir ausgelassen, die Regel. Und die letzte, die Sie noch aus der Statistik kennen, aus der Mathematik letztendlich, ist der sogenannte Erwartungswert. Hier, das ist die Regel, die wir haben und die wir immer applizieren können, wenn es um Entscheidungen unter Risiko geht. Risiko heißt immer, ich kann eine Wahrscheinlichkeit angeben, hatten wir ja gesagt. Also, hier habe ich auch nur ein Ziel mit 3 Umweltzuständen, aber hier bin ich in der Lage, Wahrscheinlichkeiten anzugeben. Nicht die, das sind keine Gewichte, sondern es sind Wahrscheinlichkeiten. Also, U1 kann ich mit 10% Wahrscheinlichkeit, das mit 20%, das mit 70% annehmen, sodass sich das zu 100% aufaddiert. Und jetzt wird einfach im Prinzip nur der Ergebniswert mit der Wahrscheinlichkeit multipliziert. Also 30 mal 0,1 plus 40 mal 0,2 plus 50 mal 0,7 macht 46. 46 und ich entscheide mich hier nach der Base-Regel für Alternative 1 in dem Fall. Das ist im Prinzip Entscheidungstheorie. Also mehr ist es nicht. Es ist kein Hexenwerk. Mathematisch gesehen ist es nicht besonders anspruchsvoll. Aber ich wiederhole es nochmal, es ist von höchster praktischer Relevanz und man kann es auch sehr gut bei so privaten, komplexen Fragestellungen einsetzen, wie zum Beispiel meinetwegen auch Wohnung oder Arbeitgeberwechsel. Das kann man machen. Das habe ich zum Beispiel auch gemacht, als es darum ging, von der Shell, vom Management in London in die nach Lübeck zu wechseln, ja, in die Hochschule zu gehen. Da fängt beides mit L an, Lübeck und London oder so. Deswegen habe ich das gemacht. Gut, das brauchen wir uns nicht anzusehen. Dann hatten wir über Standortwahl gesprochen. Da kommt keine Frage zu in der Klausur dran. Deswegen springe ich da ganz schnell drüber und wiederhole das jetzt auch nicht nochmal, weil da keine Frage zu in der Klausur dran kommt. Wir haben ganz interessante Daten hier auch durchgenommen, die ich sehr, sehr spannend finde, gesamtwirtschaftlich gesehen. Aber da kommt letztendlich gar keine Frage dran, deswegen können wir da relativ schnell drüber gehen. Auch zu den Rechtsformen gibt es keine Frage. Und das war es im Prinzip schon, weil ich gehe jetzt nicht auf die einzelnen Rechtsformen ein, Kommanditgesellschaft, Kapitalgesellschaft auf Aktien, Public Limited Company oder so. Das ist keine Frage in der Klausur, das grenzen wir mal aus, weil im Prinzip ist sehr komplex, da geht es auch viel um steuerliche Geschichten. Das grenzen wir aus, die Materie ist ja ohnehin komplex genug. In der Klausur behandeln wir letztendlich fast alle Themenbereiche, die ich in 8 Semestern Studium irgendwie behandelt habe. Sehr, sehr kondensiert und einige Sachen grenzen wir eben auch aus und die Rechtsformen gehören immer dazu, klassischerweise. So, das war im Prinzip diese kurze Recap, diese kurze Wiederholungssession. Vielleicht irgendwie sind da Fragen dazu da, dann würde ich das mal ganz kurz einblenden. Gibt es da irgendwelche Fragen? Ja, okay, ich sehe da nichts. Dann würde ich einfach diese Session schon mal an dieser Stelle beenden. Das ist einfach nur unsere kurze Recap-Session und würde dann weitermachen, nicht mit Unternehmensverbindung, sondern wir hatten ja gesagt, wir wollen im Prinzip ein bisschen vorgreifen, ein bisschen vorarbeiten und heute uns beschäftigen mit Investitionsrechnung, weil das ist ein großer
Brocken in der Klausur, weil es, ich sage nicht, ein bisschen anspruchsvoller ist, aber da geht es ums Rechnen und Rechnen macht natürlich auch 50% der Klausurnote aus und 50% der Rechenaufgaben sind Investitionsrechenaufgaben. Deswegen wollte ich mich jetzt in der separaten Session erstmal mit Investitionsrechnung beschäftigen. Dieses Mal und nächste Woche wahrscheinlich auch noch. Und dann können Sie schon in der Zwischenzeit, können Sie einzelne Übungsaufgaben rechnen. Online stehen im Moodle, glaube ich, 175 Übungsaufgaben. Nicht nur Rechenaufgaben, auch qualitative Aufgaben und auch Übungsklausuren. Darauf will ich nochmal hinweisen an dieser Stelle. Und dann können wir mit den qualitativen Sachen weitermachen. Dann können wir mit Unternehmensverbindung, Organisation, auch nachher Marketing und so ein bisschen Strategie auch weitermachen. Ich denke mal, das ist immer gut, wenn man das vorzieht. Das hat die Vergangenheit gezeigt, dass Sie sich schon mal ein bisschen damit beschäftigen können, als wenn wir das irgendwo 2 Wochen oder eine Woche vor der Klausur machen, weil es vom Content her, von der Gliederung her, ein bisschen weiter hinten angesiedelt ist in der Vorlesung. Aber ich ziehe es gerne ein bisschen vor. Gut, danke erstmal für die Aufmerksamkeit. Gehen Sie nicht weg. Wie gesagt, ich ende nur hier in die Aufnahme und hoffe, dass alles gut geklappt hat. Und wir sehen uns gleich wieder zu einer Session Investitionsrechnung. Danke und bis dann. Thank you.